Ich glaube, wir sind schon live, ne? Wir sind ein bisschen knapp heute. Sind wir schon live? Ja, okay. Also, wir müssen erstmal aufräumen, aber das machen wir so nebenbei. Oh. Genau. Hier da sind kommen noch ganz viele Online-Teilnehmer, die kommen noch dazu. Nochmal durchmischen hier auch mal. Einmal durchmischen. Oh, was, warum sind wir denn hier eigentlich gerade? Die große Nikolaus-Verlosung. Wir haben noch zwei reguläre Verlosungen diese Woche, heute und am Freitag. Und dann ist schon Nikolaus. Und dann werden diese prachtvollen Dinge alle verlost. Jetzt ist aber noch mal ganz normal, 25 Gutscheine von 10 bis 100 Euro gehen jetzt über den Tisch. Und ja, ich fühle mich ein bisschen wie auf dem Dom. Gewinne. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Und wir legen los. Wir legen direkt los, genau. Und losen die ersten Gewinner unseres großen Nikolaus-Gewinnspiels aus. Genau, es geht los mit 10 Euro. Entschuldigung. Gutschein von Pizzeria. Könnte man so abwechseln. Also es geht um einen 10-Euro-Gutschein vom Ristorante Pizzeria Italia in Pelzerhaken. Und der geht an Sebastian Krüger aus Neustadt. Herzlichen Glückwunsch. Der nächste 10-Euro-Gutschein geht an... Achso, ich muss ja... Marianne Markmann aus Neustadt. Und der darf eingelöst werden im Kinocenter vor dem Kremper Tor. Huch. Haben wir hier fast den 100er schon. Ja, hier ist alles nicht... Es ist alles durcheinander. Wir sind Simon, ein bisschen... Simon hat wieder nicht aufgeräumt hier. Wir haben das falsch angegangen. Okay, es war der doch Fehler unser liegt Fehler. Bei uns. Genau. Wer hätte das gedacht? So. Warte, hier sind jetzt die restlichen Zehner. Jetzt sind wir sortiert. Also wie immer hochprofessionell hier. Wir sind immer gut vorbereitet, machen vorher natürlich auch eine kleine Einstimmung. Es geht um 10 Euro für die Sunshine Thai Massage. Wir gehen an Petra Becker aus Grömitz. Herzlichen Glückwunsch. Bei 100 Euro haben wir es dann drauf. Heute. Der nächste Gutschein, 10 Euro, gehen an Rüdiger Prüß aus Neustadt. Für die Landschlachterei Höft in Alt-Rathjensdorf. Weißt du noch, als wir in Alt-Rathjensdorf waren? Das war so schön. Da haben wir verteilt... Reporter verteilt. Kann man sich bei YouTube angucken. Wir suchen ja auch immer Reporter-Verteiler. Schau mal den Link rein. Ja, den Link gibt es jetzt in den Kommis. In den Kommis? Das sagen die. In den sagen Kommis. Die, sagen die Influencer sagt man so im Internet. Okay. 10 Euro Auto aus Egler. Gehen an Westphal, Vorname unbekannt, Neustadt. Martin. Doch, da steht's. Warte. Jetzt hast du... Achso, wer macht denn hier was? Weiß ich jetzt auch nicht, meine Gott. Gott. Du Hauptsache, weißt du was? Wir werden... Mach mal allein. Ich tauch ab. Jutta Dickmann aus Scharbeutz darf sich über 10 Euro freuen. Für den Meereszeiten-Shop. Und ich wühle nochmal nach ganz unten. Was haben wir hier? Oh, oh. Oh, was ist das denn? Hab fotografiert oder so. Ist das gültig? Schon, na klar. Ne? Weil Burger Prehn aus Lensahn hat abfotografiert. Ihren Coupon, wohlgemerkt. Achso, ich darf hier nicht hingucken. Oh Gott, ich bin ein bisschen durcheinander heute, du. Das merkt man aber gar nicht. Du überspielst das hervorragend. Schön, dass ich da gar keine Ironie in deiner Stimme gehört habe. 10-Euro-Gutschein dürfen eingelöst werden bei Svenja Mucho-Druck. Und die nächsten 10 Euro gehen an Gudrun Bernsen aus Neustadt. Für Tom. Ich fasse vielleicht nichts mehr an. Ist besser. Gut. Das ist die viele Schokolade, die wir hier gerade gegessen haben. Psst, wollten wir doch nicht drüber reden, sonst macht's doch dick. Svenja Schütt aus Stubben darf sich auch über 10 Euro freuen. Und die dürfen eingelöst werden im Autohaus Herzog. So. Ich glaube, jetzt habe ich mich wieder gefangen. Ja, beschrei es nicht. Die letzten 10 Euro gehen an Michaela Wulff aus Neustadt. Und die dürfen eingelöst werden im Teambaucenter. Wie macht das so ein Fernsehmoderator, wenn anfängt, die Nase zu laufen während der Moderation? Der geht kurz raus. Okay, du kannst ja was zu den Sponsoren sagen. Also, genau, wir haben am Nikolaus, das ist am Montag, hier die große Live-Verlosung. Auch auf Facebook könnt ihr dabei sein, wenn wir unter anderem diesen
diese Moderatorin verlosen. Nein, diesen kabellosen Staubsauger und zum Beispiel auch diesen Ninebot, das ist ein Elektroroller, E-Scooter, ne? Genau. Oder auch das Smart Home Set, Gutscheine für die Grömitzer Welle, eine JBL Bluetooth Box, eine Garmin Sportuhr und genau, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an unsere Sponsoren. Ah, das war die Einleitung. Die da sind. Stadtwerke Neustadt. Expert. Und die Grömitzer Welle. Genau. Und natürlich der Reporter Neustadt. Ja, ist klar. Versteht sich von selbst. Müssen wir gar nicht groß drüber sprechen. So, es geht ums Auto Hagen. 20 Euro. Genau, gehen an Andreas Wilschewski. Herzlichen Glückwunsch. Genau, und die Preise, ganz, ganz wichtig, die werden zugeschickt, die Gutscheinpreise. Genau, und jeder darf nur einmal teilnehmen pro Verlosung. 20 Euro gehen an Beate Brandt aus Neustadt. Und die dürfen eingelöst werden im Pier 19. Lecker, sag ich nur. Ja. Jetzt bin ich etwas über... Hatten wir Ursula Wulff schon? Heute noch nicht. Nee, heute noch nicht. Gut, Ursula Wulff aus Neustadt bekommt auch 20 Euro. Und die dürfen eingelöst werden im Miloncino in Grömitz. Wissen wir eigentlich inzwischen, ob das so ausgesprochen wird? Nee, immer noch nicht. Simon, kannst du uns helfen? Miloncino oder Miloncino? Miloncino. Ah ja, ja, dann machen wir es doch richtig. Sag ich doch. Entschuldigung. Immer richtig. Du hättest uns sonst Bescheid gesagt, ne? Und wer sich jetzt fragt, wer Simon ist, ist die Stimme aus dem Off. Der hat hier nämlich die ganze Technik im Hintergrund. Genau. Also, liebe Grüße an Simon. Sag doch mal Hallo, Simon. Und mit dem kann man jetzt chatten. Komm mal her, genau. Mit Simon kann man live chatten. Genau. Der sorgt immer dafür, dass hier alles funktioniert. Es geht um 20 Euro Rettungsschuppen-Restaurant in Heiligenhafen. An Petra Kovarik aus Lensahn. Also wer sich gerne unterhalten möchte, Simon sitzt an der Tastatur. Genau. Und der kann eigentlich alle Fragen beantworten. Stellt ihn mal auf die Probe. Genau, stellt doch mal eine Frage an Simon. Das finde ich gut. Orthopädie-Technik Bauche, da hatte ich bis jetzt bei jedem Mal Probleme mit, das auszusprechen. Vielleicht sollten wir mal tauschen. Nee, ich glaube, mit den Namen ist es bei mir noch... Alea Kock aus Flensburg würdest du doch hinkriegen. Das hätte ich hingekriegt. Herzlichen Glückwunsch. 20 Euro. So, ich wühle noch mal nach ganz unten. Es ist vielleicht auch so ein bisschen diese Endeuphorie, weißt du? Wir haben jetzt noch eine Verlosung übrig und dann die große Nikolaus-Verlosung. Also, genau. Ja, es ist eine kleine Aufregung bei mir jetzt schon. Ah ja. Es geht um den Hundesalon, Feelgood, Feelgood. 20 Euro gehen an Stefanie Lieske aus Sirksdorf. Beziehungsweise an ihren Hund. Ob man da auch mit seinem Mann hingehen kann? Wenn man keinen Hund hat. Für den Bart vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das ähnelt in der Fellstruktur. 20 Euro gehen an Bjane Maaßen aus Schönwalde. Und die dürfen eingelöst werden bei Famila. So, dann haben wir Magdalene Strauß oder Straub. Da bin Strauß. Ich unsicher. Nee, ganz sicher Strauß. Aus Neustadt, ebenfalls 20 Euro. Für Optik am Kremper Tor. So, jetzt haben wir die nächste Gewinnstufe erreicht. Es geht um 25 Euro und die ersten 25 Euro gehen an. Wie oft haben wir denn 25 Euro? Viermal, glaube ich. Viermal. Malte Jung aus Neustadt. Und die dürfen eingelöst werden im Ristorante Rossini. Auch hier in Neustadt. So, jetzt haben wir nochmal 25 Euro an Jürgen Bruse aus Neustadt. Der hat auch schon mal gewonnen, glaube ich. Ja, ne? Kommt mir bekannt vor. Herr Bruse darf Schlittschuh laufen bei der Hafenheimat on Ice. Bist du schon da gewesen? Ich bin da gewesen, das ist hervorragend. Ja, lohnt es sich? Lohnt sich sehr, vor allen Dingen, wenn man Ohrwurm möchte. Oh, ach so, was läuft denn da für Musik? Sag ich nicht. Schaut's euch selbst an. 25 Euro gehen jetzt an Marion Rüß aus Sirksdorf-Roge. Und die dürfen eingelöst werden bei Expert in Neustadt. So, die letzten 25 Euro und dann haben wir unsere drei Hauptgewinne. Ich fühle nochmal nach unten. Wolle und Kunst. Und es geht zu Wolle und Kunst für Madeleine Tetzen aus Schlamin. 25 Euro, da kriegt man schon ein oder zwei Knäule. Na, eher zwei, ne? Vielleicht auch drei. So, 50 Euro. Wir haben Euro. Noch drei Gutscheine hier. Wen haben wir denn noch im Angebot? Wir haben noch Asmondo. Das ist ein Online-Shop.
für Deko und Einrichtungen etc. Janusholz und Baustoffe hier in Neustadt oder Rewe Hase in der Sirksdorfer Straße. Und die ersten 50 Euro. Ah ja, die muss ich jetzt noch losen. Ich habe das jetzt hier. Nee, den ziehst du gleich. Okay. Es geht auf jeden Fall an Lucy Reichert aus Neustadt. So, mach mal die Augen zu. Und jetzt ziehst du ein. Ups, hier. Ah, sie nimmt die Mitte. Asmondo. Herzlichen Glückwunsch. So, dann haben wir 50 Euro für Brigitte Kohlmorgen aus Schönwalde. Und weil das immer so schön funktioniert hat. Simon, kann man das eigentlich sehen, die Gutscheine hier, welcher ist? Ja, kann man. Okay, dann darfst du jetzt wählen. 50 Euro für Janus gehen an. Hast du schon gesagt, ne? Habe ich schon gesagt. Okay, dann bleibt noch Rewe Hase übrig. 100 Euro, der Hauptpreis in dieser Woche. Boah, mega. Simon wird sich freuen. Also falls das jemand gewinnt, der einen Gruppeneinkauf machen möchte, gern Simon ansprechen. Michaela Buchholz aus Neustadt. Herzlichen Glückwunsch. 100 Euro für Rewe Hase. So, damit sind wir schon wieder am Ende angelangt. Das war's schon wieder, genau. Wir sehen uns auf jeden Fall am Freitag um 10 Uhr hier wieder zur letzten Nikolaus-Gewinnspielverlosung, bevor es in die große Jackpot-Verlosung geht. Da werden wir dann aus dieser großen Kiste hier. Genau, da sind alle Teilnehmer, die bislang mitgemacht haben, drin. Und die kommen natürlich auch da rein. Oh, Vorsicht, da ist einer leer. Und da ist einer abgeflogen. Genau. So. So, und wer jetzt fleißig mitgemacht hat, der ist schon mit 7 Losen da drin. Genau. Also, nächste Woche letzte Möglichkeit, auch hier drin zu landen. Alle, die bei der Verlosung mitmachen, landen hier drin und können diese tollen Preise gewinnen. Genau. Und die Moderatorin. Und Simons Einkaufsbegleitung. Simon auch, kann man auch gewinnen. Super. Den Tannenbaum hier kann man gewinnen. Wir verlosen, es ist hier kein alles. Auge trocken. Also, bis Freitag. Tschüss.